wollen ihn unterstützen, aber für ihn ist es ein schwieriger Balanceakt. Der Tag, als der Reagan kam, zum ersten Mal seit 14 Jahren ist ein Präsident aus Washington in Moskau. Die Moskauer sind die Präsidentenmaschine live im Fernsehen, da hat jeder seine eigenen Hoffnungen und Gedanken zum Gipfel. Er kommt zum vierten Gipfel mit Gorbatschow in ein Land, das er zu Zeiten als Reich des Bösen bezeichnet hat. In der 1,5-Zimmer-Wohnung in einem Moskauer Vorort wird er mit besonderem Interesse erwartet. Auf dem Bildschirm. Zwei Maler, beide Nonkonformisten und bis vor kurzem mit erheblichen Schwierigkeiten mit der Kultusbürokratie. Was erwarten Sie von diesem Besuch? Wladislav Provodorov sagt, dass Künstler, Musikanten oder Schauspieler als Vertreter der russischen bzw. amerikanischen Kultur am meisten darunter leiden, wenn die Beziehungen schlecht sind. Deshalb hoffen wir auf gute Beziehungen und werden von unserer Seite aus alles dafür tun. Und Volodya Petrov-Gladky erinnert sich daran, dass er und seine Freunde sich schon vor 12 Jahren für eine Politik der Umgestaltung eingesetzt haben. Die Nonkonformistengruppe, der er angehört, hatte immer moralische Unterstützung durch die amerikanische Presse. Das hat sehr geholfen und auch der Senat war über die schwierige Situation im Bilde, erzählt er. Deshalb ist die Ankunft Ronald Reagans nicht nur eine Hoffnung für die Zukunft, sondern eine Bestätigung, dass wir richtig gehandelt haben, sagt Petrov-Gladky, während im Fernsehen die amerikanische Hymne erklingt. Поэтому для нас приезд Рейгана это не просто надежда на будущее, это подтверждение того, что мы мыслили и существовали. Eine Ausstellung im Wissotsky-Haus, religiöse Malerei aus Anlass der 1000-jährigen christlichen Kultur in Russland. Früher haben die beiden Freunde unter Zensur und Drangsalierung gelitten, wenn die Polizei bei Ausstellungen einfach Bilder mitnahm. Für viele Maler wurde diese Zeit zu einer Flucht in die gemalte Religiosität, eine Malerei, die allerdings eine große Tradition in Russland hat und die immer auch ihr junges Publikum fand, trotz Drohung und Verboten. Auch ein Bild von Petrov-Gladky hängt in der Ausstellung der renommiertesten Nonkonformisten. Und das bedeutet Prestige. Wenn er malt, braucht er Anregungen und Inspiration. Es ist entweder das Gespräch oder die Musik eines Hamburger Komponisten, den er schätzt und dessen Musik seine Malerei stark beeinflusst. Petrov-Gladkys Bilder hängen in Wien, er lebt vom Verkauf an westliche Ausländer, staatliche Aufträge erhält er nicht und er will sie auch nicht. Was meine Ausstellungsmöglichkeiten betrifft, die Zensur ist verschwunden. Wir können alles ausstellen und was mir besonders wichtig ist, auch religiöse Kunst und kritische Werke. Das gab früher immer Probleme. Da hat die Kultusbürokratie viel verboten. Der Druck ist jetzt weg, die Angst und die Furcht, dass ein kritisches Wort zur Anklage führen kann. Allerdings schränkt er ein, dass Perestroika eine Politik ist, die den Intellektuellen nutzt. Die Werktätigen leben wie früher, sie haben keine elementaren Verbesserungen, sie müssen weiter Schlange stehen und können für ihr Geld nichts Richtiges kaufen. Aber der geistige Hunger, der wird befriedigt. Menschen, die sich für Literatur und Kunst interessieren, können jetzt...